der digitale Staat als gläserner Staat. Ich möchte mir die Transparenzmechanismen bei der Registermodernisierung, was ein schönes Wort, näher anschauen. Dafür werde ich erst einmal kurz aufzeigen, wie es eigentlich um den Stand der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland steht. Was sind so die Meilensteine, die der Gesetzgeber erreichen möchte und woraus erfolgt da eigentlich so ein Risiko gläserner Bürgerinnen und vielleicht aber auch die Chance eines gläsernen Staates. Wenig überraschend schließt dann mein Vortrag nochmal mit einem kurzen Fazit ab und ich hoffe, dass wir trotz der etwas vorangeschrittenen Uhrzeit dann noch eine etwas lebhafte Diskussion zustande kriegen. So, Deutschland auf dem Weg zum digitalen Staat. Ja, ein Zustand, der schon mehr als zwei Jahrzehnte anhält. Zum E-Government-Vorreiter hat es die Bundesrepublik trotzdem noch nicht geschafft. Gerade aber während der globalen Pandemie hat sich herausgestellt, dass eine digitale öffentliche Verwaltung entscheidend dafür ist, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen zu können. Und so hat auch folgerichtig noch die Vorgängerregierung, also die Große Koalition, in ihrem Corona-Konjunkturpaket auch 3 Milliarden Euro für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes vorgesehen. Was ist dieses OZG? Relativ unbekanntes Gesetz außerhalb der Fachcommunity. Letztens wurde es ein wenig in der Heute-Show beleuchtet oder man kann eher sagen belächelt. Es ist aber tatsächlich das entscheidende Gesetz für die deutsche Verwaltungsdigitalisierung. Es wurde 2017 verabschiedet und hat folgenden Hauptinhalt. Bund und Länder sollen bis Ende diesen Jahres, also 2022, all ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch anbieten. Wie steht es um den Umsetzungsstand? Nicht so gut. Also die Frist ist auf jeden Fall nicht einhaltbar. Jetzt soll ein OZG 2.0, wie es genannt wird, bald kommen. Da sollen all die Probleme, die sich so aufgetan haben, gelöst werden. Föderale Kooperation, End-to-End-Digitalisierung und auch das schon lang herbeigesehnte Once-Only-Prinzip soll endlich Wirklichkeit werden. Once-Only, was bedeutet das? Dem Bürger, der Bürgerin soll nicht nur der Gang aufs Amt erspart bleiben, also nicht nur der elektronische Zugang zur Verwaltung soll existieren, sondern soll zukünftig auch möglich sein, wenn man das will, dass die eigenen Daten, Nachweise, Dokumente eben nur noch einmalig an die öffentliche Verwaltung übermittelt werden. Noch muss man jedes Mal ja für jeden Antrag alles wieder neu einreichen und das soll eben der Vergangenheit angehören. Es gibt jetzt einen ersten Modellversuch, einen ersten Piloten in Bremen. Dort kann man jetzt die Namensbestimmung, Geburtsurkunde, Eltern- und Kindergeld zusammen beantragen. Das heißt so wunderschön Elfe, einfache Leistung für Eltern. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das wäre tatsächlich mal eine Verbesserung bei diesen ganzen Dingen. Und man hat auch so nach so einer Geburt eigentlich anderes zu tun, als jetzt nochmal 1000 Sachen zu kopieren und an verschiedenste Ämter zu schicken. Österreich ist da so ein Vorbild dafür, da funktioniert das mittlerweile automatisiert. Bis aber Once Only wirklich überall flächendeckend für verschiedenste Verwaltungsleistungen einsetzbar ist, jenseits hier von Elfe, dauert es noch. Es sind noch erhebliche rechtliche und auch technische Hürden zu nehmen. Was ist vor allem nötig? Eine Reform der Registerlandschaft. Jetzt komme ich also zu diesem wunderschönen Wort Registermodernisierung. Was versteht man unter Registern? Das sind Datenbestände der öffentlichen Hand, in der alle Informationen zu finden sind, die man für ein Verwaltungsverfahren braucht, für staatliche Entscheidungsprozesse oder für die Vorbereitung eines Zensus etwa. Das heißt, es ist ein unglaublich breites Feld. Es gibt alleine in Deutschland über 375 verschiedene Registertypen. Also nicht nur 375 Register, wie es teilweise heißt, sondern es sind nur Registertypen. Einzelne Register gibt es natürlich Tausende. Alleine ein Beispiel im Meldewesen. Das Meldewesen ist ja kommunal organisiert. Es gibt 5000 Meldeämter in Deutschland. Es gibt 5000 Melderegister. Es gibt zwar ein Bundesmeldegesetz, aber es gibt, ganz wichtig, es gibt kein Bundesmelderegister in dem Sinne. Also kann man sagen, Register sind was wie die Datenschätze der öffentlichen Verwaltung. Sie zu bergen ist aber oftmals sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Warum? Weil die Register im Regelfall so organisiert sind, dass nur die registerführende Stelle darauf zugreifen kann. Also etwa das Amt, was eben diese Daten erhebt, das kann auch dann auf die Daten wieder zurückgreifen, aber schon die Behörde B, in Anführungszeichen, kann das eben nicht mehr. So eine Austauschmöglichkeiten bestehen nur ganz begrenzt. Das macht natürlich Once Only schwierig, was auch schwierig macht, dass über dieselbe Person teilweise uneinheitliche Daten vorliegen. Weil dadurch, dass eben alle Register die Daten erheben, wie sowas Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Es gibt verschiedene Aktualisierungsfrequenzen, es gibt mal Übertragungsfehler und das führt dazu, dass sich Daten eben nicht so einfach derselben Person zuordnen lassen. Das möchte der Bundesgesetzgeber jetzt angehen. Er hat deswegen vor einem Jahr das Registermodernisierungsgesetz beschlossen. Das ist ein Artikelgesetz, in dem verschiedenste Gesetze geändert werden, auch das eingangs erwähnte Online-Zugangsgesetz. Dazu komme ich später noch. Jetzt sollen die 51 wichtigsten Register miteinander verknüpft werden, um eben behördenübergreifende Datenübermittlung zu erleichtern und endlich once only den Weg zu bereiten. Wichtigster Kern dieses Artikelgesetzes ist das Identifikationsnummerngesetz, also das IDNRG. Das soll ein einheitliches registerübergreifendes Identitätsmanagement mit sich bringen, soll eben in all diese 51 Register ein Ordnungsmerkmal zusätzlich eingefügt werden, um diese Datensätze der konkreten Person zuordnen zu können. Dadurch soll einerseits eben once-only ermöglicht werden, es sollen aber auch Personenverwechslungen ausgeschlossen werden, soll die Datenqualität in diesen Registern erhöht werden. Der Bundesgesetzgeber hat jetzt kein neues Ordnungsmerkmal geschaffen, sondern hat auf ein vorhandenes zurückgegriffen, was wir alle kennen, und zwar auf die Steuer-ID, also die Identifikationsnummer nach 139b Abgabenordnung. Deswegen hat jetzt das Bundeszentralamt für Steuern so eine ganz entscheidende Rolle bekommen innerhalb der Registermodernisierung, weil eben nicht nur diese Steuer-ID jetzt bei ihr liegt, sondern auch sogenannten Basisdaten. Das sind neben der Steuer-ID auch Name, Anschrift, Geburtsdatum, aber auch letzter Verwaltungskontakt. Und diese Daten werden jetzt mit all den verbundenen Registern abgeglichen, sodass zumindest diese Basisdaten einheitlich vorliegen. Das Ganze erfolgt aber nicht durch eine unmittelbare Datenübermittlung Bundeszentralamt für Steuern, Behörde XY, sondern es ist noch ein weiterer Akteur dazwischen geschaltet, die sogenannte Registermodernisierungsbehörde. Das ist das Bundesverwaltungsamt, das jetzt diese Basisdaten übermittelt. Nun soll die Steuer-ID als Ordnungsmerkmal aber nicht nur für die Basisdaten herhalten, sondern alle behördenübergreifenden Datenübermittlungen vereinfachen, Personenbezug herstellen. Das soll dann, wenn es um bereichsübergreifende Datenübermittlungen geht, ich sage gleich, was das bedeutet, soll das aber auch nicht direkt über die Behörden gehen, sondern über sogenannte Vermittlungsstellen. Das nennt man dann Four-Corner-Modell. Also die Behörde A schickt es an Vermittlungsstelle 1, den Auftrag, Daten zu bekommen. Die schickt dann wiederum diese Information an Vermittlungsstelle 2, die dann an Behörde B, und dann geht der ganze Spaß wieder zurück, sodass kein direkter Datenaustausch zwischen den beiden Behörden stattfindet. Was heißt jetzt bereichsübergreifend? Das Gesetz sieht vor, dass mindestens 6 Bereiche gebildet werden. Die Gesetzbegründung nennt beispielsweise Inneres, Justiz, Arbeit und Soziales, Gesundheit. Und sobald dann Daten außerhalb dieser Bereiche sozusagen zwischen Behörden geteilt werden, dann muss dieses Four-Corner-Modell beachtet werden. So. Die Einführung einer Identifikationsnummer, gerade in Deutschland, die Nationalsozialisten haben das ja auch angedacht, die DDR hat ab 1970 so eine Personenkennzahl, PKZ, schrittweise bei ihren Bürgerinnen und Bürgern eingeführt, ist historisch sehr belastet in Deutschland und hat auch jetzt wieder für viel verfassungsrechtliches Bohai gesorgt. Ihre Kritiker fürchten, dass man sich jetzt auf dem Weg in so eine Art panoptische Gesellschaft begibt, in der Staat immer tiefere Einblicke in das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger gewinnt. Ob das jetzt rechtlich zulässig ist, bemisst sich vor allem am Unions- und am Verfassungsrecht. Warum überhaupt am Unionsrecht? Man könnte ja denken, das Recht der digitalen Verwaltung ist so eine rein nationale Materie. Aber tatsächlich gibt es auch auf EU-Ebene sogenannte Single Digital Gateway Verordnung beispielsweise. Kann man, sage ich mal, sehr grob vereinfacht als so eine Art europäisches OZG begreifen. Also auch der EU-Gesetzgeber hat den Mitgliedstaaten aufgegeben, bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2021, wichtige Verwaltungsleistungen grenzüberschreitend online anzubieten. Was die Single Digital Gateway-Verordnung nicht sagt, ist, dass jetzt auch so ein Identifikationsmerkmal, so ein Ordnungsmerkmal eingeführt werden muss. Die Zulässigkeit davon richtet sich vielmehr nach der berühmten und gefürchteten Datenschutzgrundverordnung. Die ist ja allgemein oft auch so als eine Art Digitalisierungsverhinderungsrecht verschrien, weil sie eben ein Verbotsprinzip hat und relativ hohe Anforderungen aufstellt. Aber
Wenn man reinguckt in die Öffnungsklauseln, also in die Gestaltungsspielräume für die nationalen Gesetzgeber, gibt es dort eine Möglichkeit, so eine nationale Kennziffer wird es dort genannt, einzuführen. Artikel 87 erlaubt das den Mitgliedstaaten. Es gibt nämlich solche Nummern auch europaweit. Es wird dann nur daran geknüpft, dass man sogenannte geeignete Garantien ergreift für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. DSGVO schweigt sich leider dazu aus, was jetzt genau diese geeigneten Garantien eigentlich sein sollen. Im Schriftum sagt man zumindest das Schutzniveau der allgemeinen Datenschutzgrundsätze, also Zweckbestimmung, Datenminimierung und auch Transparenz, das ist zumindest zu wahren. Dadurch, dass der europäische Gesetzgeber jetzt die nationale Kennziffer nicht abschließend geregelt hat, gibt es eben die Möglichkeit, das jetzt auch aus verfassungsrechtlicher, nationalstaatlicher Perspektive nochmal in den Blick zu nehmen, auch vornehmlich in den Blick zu nehmen. Da ist an das Recht auf informationelle Selbstbestimmung das Datenschutzgrundrecht in Anführungszeichen des Bundesverfassungsgerichts primär zu denken. Hier stellt die Registermodernisierung im Allgemeinen, aber auch die einheitliche Identifikationsnummer im Besonderen einen Eingriff in das Grundrecht unfraglich dar. Man kann natürlich sagen, dass sowas wie Once Only, dem kann sich der Einzelne entziehen, weil er muss ja nicht dieses Prinzip wählen. Aber die Identifikationsnummer und ihre Implementierung in die Fachregister erfolgt eben anlasslos. So egal, ob man jetzt digitale Verwaltungsleistungen nutzen möchte oder nicht, jeder bekommt eben diese Nummer, weil er hat sie ja schon als Steuer-ID von Geburt an oder eben vor einigen Jahren bekommen. So, also ein Eingriff liegt vor, eventuell auch ein gar nicht zu rechtfertigender Eingriff. Warum kann man ihn vielleicht gar nicht rechtfertigen? Weil das Bundesverfassungsgericht in seinem Mikrozensusbeschluss aus den 60ern, also noch vor dem Volkszählungsurteil, gesagt hat, dass die Registrierung und Katalogisierung des Einzelnen grundrechtswidrig sei. Und im Volkszählungsurteil hat es dann weiter ausgeführt, dass ein Schritt hin zu dieser vollständigen Registrierung und Katalogisierung des Einzelnen eben gerade die Einführung eines einheitlichen Personenkennzeichens ist. Und aus meiner Sicht zumindest handelt es sich bei dieser neuen Identifikationsnummer um so ein einheitliches Personenkennzeichen. Auch wenn nicht alle Register zukünftig davon erfasst werden, ist jedoch diese Auswahl der bisherigen 51 Register so weit, dass man ein Profil über den Einzelnen theoretisch zumindest bilden könnte, das wirklich so ein Persönlichkeitsprofil sich erstellen lässt. Und außerdem hat der Gesetzgeber auch angekündigt, in Paragraph 16 Identifikationsnummerngesetz, dass in der Evaluierung dieses Gesetzes auch gerade geprüft werden soll, ob nicht eine einheitliche Identifikationsnummer später mal in alle Register hineingebracht wird. Also das gesetzgeberische Ziel geht eigentlich schon jetzt in diese Richtung, auch wenn man versucht, sage ich mal, das Ganze verfassungsrechtlich abzusichern, indem man eben erstmal nur diese 51 Register ausgewählt hat. Folgt jetzt daraus, dass die Registermodernisierung absolut verfassungswidrig ist? Da würde ich wiederum Nein sagen. Und zwar muss man aus meiner Sicht auch das Volkszählungsurteil so verstehen, dass man differenzieren muss zwischen dem Personenkennzeichen auf der einen Seite als Mittel zur Profilbildung und der tatsächlichen Gefahr einer Persönlichkeitsprofilbildung. Warum sollte man das aus meiner Sicht so annehmen? Weil eben schon das Bundesverfassungsgericht 83 vor allem auf die Bedingungen der modernen Datenverarbeitung und nicht auf die Datenverarbeitung an sich abgestellt hat. Nun ist auch so eine nicht sprechende Nummer wie die Steuer-ID per se für sich selbst nicht gefährlich, sondern erst durch die Verwendung, die mögliche Erstellung von umfassenden Datensätzen über den Einzelnen, daraus erfolgt die Gefährlichkeit, sodass man eben genau hingucken muss, ist dieser Eingriff rechtfertigbar oder nicht, aber ein absolutes Verbot zumindest ist aus meiner Sicht nicht vorliegen. Worauf kommt es also an? Einerseits auf die Frage der Erforderlichkeit, die kann ich jetzt heute aufgrund der Zeit einfach nicht beleuchten, also gibt es nicht vielleicht mildere Mittel, die gleich geeignet sind. Das Schriftum, wie es im Moment sich darstellt, sagt merklich, ja, es ist erforderlich. Es gibt keine gleich geeigneten milderen Mittel. Im Hinblick auf Österreich wird aber auch das Gegenteil vertreten. Dort hat man ja so eine Kombination aus Stammzahl und bereichsspezifischen Personenkennziffern. Das können hier aber vielleicht auch österreichische Vertreter besser noch darlegen. Und zweite Frage neben der Erforderlichkeit sind die Schutzmaßnahmen, die der Gesetzgeber ergreift, um diesen Eingriff abzufedern in die informationelle Selbstbestimmung. Also lässt sich zusammenfassend aus der rechtlichen Bewertung jetzt erst einmal festhalten, ja, ist abbildbar, aber man muss eben Schutzmaßnahmen ergreifen und ein besonderer Augenmerk liegt dabei aus meiner Sicht auf den ergriffenen Transparenzmechanismen. Zwar haben wir auch heute früh schon gehört, dass
längst in einem demokratischen Rechtsstaat Transparenz, ein offener und nachvollziehbar handelnder Staat normal ist, auch schon im analogen Zeitalter in Anführungszeichen. Aber die Digitalisierung des Staates erlaubt jetzt einen Transparenzgewinn theoretisch durch vertieftere Einblicke in staatliche Abläufe. Und dieser Transparenzgewinn kann grundsätzlich auch ein Defizit an informationeller Selbstbestimmung ausgleichen, wenn er eben die informationellen Machtasymmetrien ausgleichen kann. Was heißt jetzt transparente Datenverarbeitung? Das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung mehrere Anforderungen aufgestellt, insbesondere die Offenheit der Datenverarbeitung. Grundsätzlich darf Datenverarbeitung durch den Staat nicht heimlich erfolgen. Der Einzelne muss ein Auskunftsrecht haben gegenüber dem Staat. Und auch wenn er das nicht geltend macht, muss er über die Datenverarbeitung informiert werden. Warum? Weil er sonst seine betroffenen Rechte gar nicht geltend machen kann. Also Löschungsrecht, Berichtigungsrecht etc. pp. Er kann es nicht öffentlich thematisieren, die Datenverarbeitung. Er kann sie nicht aufsichtsbehördlich oder gerichtlich überprüfen lassen. All das ist relevant davon, dass man eben das Wissen hat, dass auch wirklich seine eigenen personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Wonach richten sich jetzt die Anforderungen an die Transparenz im Einzelnen? Nach dem Eingriffsgewicht. Könnte man auf den ersten Blick annehmen, also die Rechtsprechung, die hier zugrunde lag, war sowas wie Antiterrordatei, Vorratsdatenspeicherung, also vieles, das mit der Eingriffsverwaltung verbunden ist und mit, sage ich mal, gefährlicheren Datenverarbeitungsprozessen für den Einzelnen. In der Verwaltungsdigitalisierung, OZG etc. geht es eigentlich eher um die Leistungsverwaltung, um wenig grundrechtssensiblere Tätigkeiten. Die Registermodernisierung zählt aber auch auf die Eingriffsverwaltung ab. Beispielsweise wird auch ins Bundeszentralregister die Steuer-ID jetzt eingefügt. Also dort, wo man über Strafverurteilungen oder auch über Betäubungsmittelerkrankungen etc. nachlesen kann, also besonders sensibel. Das heißt, ein hohes Transparenzniveau ist hier auch für die Registermodernisierung geboten. Womit soll jetzt diese Transparenz erreicht werden? Wenn man darüber liest, ob jetzt in Fachveröffentlichungen oder auch in Pressemitteilungen der entsprechenden Ministerien, ist immer das Datenschutzcockpit oder früher mal Datencockpit, was da ganz hochgehalten wird. Das ist der zentrale Transparenzmechanismus. Deswegen möchte ich ihn jetzt noch einmal etwas näher angucken. Was ist das? Das ist eine IT-Komponente, die Auskunft über Datenübermittlung unter Nutzung der Steuer-ID gibt bei öffentlichen Stellen. Ihre Nutzung ist rein freiwillig, also es ist keine Voraussetzung, um digitale Verwaltungsleistungen zu beantragen, sondern man kann eben dieses Datenschutzcockpit sich selbst einrichten. Es ist wirklich nur eine Ex-Post-Kontrolle, also nur über schon stattgefundene Datenübermittlungen wird man informiert. Man kriegt nicht irgendwie ein Update, dass jetzt gleich deine Daten verarbeitet werden oder so etwas Ähnliches. Und was wird angezeigt? Einerseits Protokolldaten der Übermittlung, aber auch die Inhalts- und Bestandsdaten bei den jeweiligen registerführenden Stellen. Wo werden diese Daten gespeichert? Es gab auch mal die Überlegung, dass es dann alles permanent im Datencockpit vorgehalten wird. Es hätte so eine Art Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür eingeführt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern es wird nur für den Nutzungsvorgang gespeichert. Das sogenannte Quellenmodell, also bei den Quellregistern, bleiben diese Daten sonst vorrätig. Reicht das jetzt aus für Transparenz und für den Ausgleich des Eingriffs in die informationelle Selbstbestimmung? Aus meiner Sicht nicht. Es gibt diverse Punkte, die man verbessern kann. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf ein paar. Einerseits muss der Anwendungsbereich aus meiner Sicht erweitert werden. Warum? Ich habe ja eingangs gesagt, Datenübermittlungen zwischen öffentlichen Stellen werden angezeigt. Wenn man das Gesetz aber liest, eine Gesetzbegründung, soll die Steuer-ID als einheitliche Identifikationsnummer nicht nur für den öffentlichen Bereich dienen, sondern auch die Privatwirtschaft soll diese Daten verarbeiten können. Und diese Datenübermittlungen werden aber bislang so vorgesehen, sollen sie nicht angezeigt werden. Also aus meiner Sicht muss dieser Bereich auch erweitert werden, weil eine Profilbildung durch den Staat muss man verhindern, aber auch eine Profilbildung durch die Privatwirtschaft. Also Regelungslücke ist hier zu schließen. Und ich habe es vorhin auch gesagt, bald wird auch auf europäischer Ebene ein Datenaustausch nach dem Once-Only-Prinzip stattfinden. Hier kann zwar der Bundesgesetzgeber das nicht einseitig im OZG regeln, dass es angezeigt wird, aber er sollte sich zumindest auf Unionsebene dafür einsetzen, dass diese grenzüberschreitenden Datenübermittlungen auch reinkommen. Was ist das Risiko bei so einer Anwendungserweiterung? Das würde auch so bestehen, aber dadurch natürlich noch stärker, dass wir das schon erwähnte Informationsparadox haben, weil desto mehr Informationen wir natürlich in dieses Datencockpit reinknallen, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch, dass der Bürger, die Bürgerin davon überfordert wird, je nachdem, wie das dargestellt wird. Also es würde ganz stark auf Nutzerzentrierung ankommen und auf die wirkliche Umsetzung. Noch wird in Bremen erst ein Pilot entwickelt, aber es gibt halt noch nichts, wo man jetzt konkret drüber reden kann, aber darauf wird es ganz spezifisch ankommen.
Und auch die Anwendungsmöglichkeiten aus meiner Sicht noch unterkomplex. Es gibt ja auch die datenschutzrechtlichen betroffenen Rechte aus der DSGVO, insbesondere den umfassenderen Auskunftsanspruch nach Artikel 15, aber auch Löschungsrecht, Berichtigungsrecht etc. pp. Das wird bislang nicht miteinander zusammengedacht. Aus meiner Sicht wäre es viel einfacher und würde einen effektiveren Betroffenenschutz ermöglichen, wenn auch diese Rechte sich über das Datenschutzcockpit ausüben lassen könnten. Und aus meiner Sicht wäre es auch sinnvoll, einen direkten Informationskanal zur Aufsichtsbehörde zu haben, um beispielsweise eine Beschwerde direkt einreichen zu können, wenn man einen Datenschutzverstoß aufgrund der angezeigten Daten vermutet. Und auch generell so eine Benachrichtigungsfunktion für einen selbst im Moment der Erhebung wäre ganz relevant, weil so ist ja ein bisschen dem Einzelnen überlassen, ob er wirklich dieses Tool überhaupt nutzt und dann, wie oft er das nutzt und wie er es auswertet. So, letzter Punkt, den ich jetzt noch ganz kurz anreiße, auch ganz problematisch noch ist, dass überhaupt die Datenübermittlung technisch stattfinden können. Weil wir haben ja hier eine Situation, an der tausende Landes-, Bundes-, Kommunalbehörden ihre Daten theoretisch ins Datenschutzcockpit schicken sollen. Es gibt aber, und das setzt also Richtigkeit und Vollständigkeit in der Anzeige, setzt eben die Übermittlung auf funktionsfehlerfreie Übermittlung raus. Es gibt keinen einheitlichen Datenaustauschstandard in Deutschland. Es gibt innerhalb von Informationsverbünden, beispielsweise XMeld, im Meldewesen, gibt es solche Standards, aber es gibt noch keine übergreifenden. Das heißt, es sind auf jeden Fall große technische Herausforderungen zu nehmen, um wirklich auch Transparenz umzusetzen. So, vorletzte Folie, keine Sorge. Reicht auch das jetzt aus? Selbst wenn der Gesetzgeber diese tollen Ideen, die ich mir in meinem akademischen Elfenbeinturm gemacht habe und noch ein paar mehr aus der Informatik umsetzt, reicht das dann aus, um die Registermodernisierung verfassungskonform abzusichern? Aus meiner Sicht nicht, weil wir hier vor allem Ex-Post-Kontrolle nur haben. Und eine reine Ex-Post-Kontrolle kann eben keine unrechtmäßigen Datenverknüpfungen durch den Staat effektiv verhindern. Hier kommt es auch auf ex-ante wirkende Schutzmechanismen an. Und wenn wir die uns jetzt genauer anschauen, das vorhin erwähnte Four-Corner-Modell, ist Folgendes kritisch anzumerken. Das ist eben nur auf diese bereichsübergreifenden Datenübermittlung anwendbar. Nun sind diese sechs Bereiche bei tausenden Behörden und zigtausenden Verwaltungsverfahren, aus meiner Sicht viel zu weit gefasst und auch problematisch. Aus demokratischer Sicht finde ich, dass rein bei der Exekutive liegt, über Rechtsverordnung diese Bereiche festzulegen. So ist also der Exekutive letztendlich überlassen, wann sie sich an das Four-Corner-Modell halten möchte und wann sie es eben nicht möchte. Also hier muss der Gesetzgeber aus meiner Sicht noch deutlich nachschärfen, wenn er nicht in Karlsruhe scheitern möchte. Also abschließend, vielleicht habe ich den etwas drögen Begriff der Registermodernisierung ein wenig lebhafter, lebendiger ausgestalten können, vielleicht auch bei der einen oder dem anderen ein bisschen die Warnglocken läuten hören, im Kopf zumindest, weil auch wenn das Gesetz letztes Jahr verabschiedet worden ist und zumindest in dem Kreis der Rechtswissenschaft, der sich mit auseinandergesetzt hat, hier ist ja auch einer der Autoren vertreten, lebendig diskutiert wurde, eine gesamtgesellschaftliche Debatte fehlt. Also wenn man guckt, wie wurde früher, also Volkszählungsurteil, wie wurde da gestritten über sowas, Verwaltungsdigitalisierung wird immer nur als technisches Phänomen wahrgenommen. Es wird nicht als soziales und rechtliches Phänomen dargestellt. Der Einzelne hofft einfach nur, dass er jetzt per App irgendwo hinkommt, aber alles andere wird leider selten diskutiert. Und das braucht es auf jeden Fall noch, denn die Registermodernisierung hat auf jeden Fall ihre Risiken für den Einzelnen. Sie hat Chancen, sie kann Verwaltung effektiver machen, sie kann den Staat auch transparenter machen, aber es wird ganz klar darauf ankommen, wie wirklich dieses Datenschutzcockpit im Einzelnen ausgestaltet sein wird, damit es nicht am Ende so eine Art datenschutzrechtliches oder transparenzrechtliches Feigenblatt ist. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich trotz dieses Bruches auf eure Fragen und gerne auch im Nachhinein.